Ey, halt deine Schnauze. Ich bin hier der Chef. Ich will das aber. Ja. Oh. Ja, mach du ruhig, du kannst das. Ich stell euch die Ruhe jetzt vor. Herzlich willkommen zu Cooler Watch. Mein Name ist Marc Gebauer und wir sind heute in Berlin bei dem guten Kevin Wolter. Guten Tag. Danke, dass du mich hier empfängst. Und zwar, ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt hier bin und wir haben was für seinen Kanal aufgenommen und folgt auch gerne ihm und checkt mal ab, was wir da so gemacht haben. Er interessiert sich für Uhren und liebt das wirklich, das merkt man auch. Und ja, da habe ich ihm was Tolles mitgebracht. Im Zuge dessen habe ich auch ein paar Uhren dabei und wir werden das mit einem Training verbinden. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll das Maximale rausholen. Ja, und ich werde auf jeden Fall jetzt Gas geben. Und ich freue mich aufs Training und ich würde sagen, wir legen los. Okay, bevor wir jetzt mit dem Training starten, brauche ich natürlich was zur Vorbereitung. Und was hast du mir jetzt da? Was? Alter Schwede, ey, das ist so viel Masse, Junge. Wahnsinn. So, das ist jetzt ein Energiebooster. Der fokussiert dich, gibt dir Energie. Und das schmeckt auf jeden Fall gut. Ja, aber der Geschmack war mir ganz wichtig. Habe ich auch selber entwickelt, diesen Booster. Sehr gut. Wie heißt der? Fokus. Das ist von meiner Firma, Neosubs. Das ist das erste Mal, dass ich sowas trinke und das schmeckt. Also normalerweise. Geschmack ist mir sehr wichtig, weil ich habe mir ja jahrelang Zeug reingeschoben, auch Eiweiß, was halt gar nicht geschmeckt hat. Um den Muskelaufbau auch direkt in Gang zu bringen, nehmen wir dann noch ein paar ERAs im Geschmack. Mango Maracuja sorgen dafür, dass du nicht katabol wirst, dass deine Muskulatur die nötigen Aminosäuren hat für den Muskelaufbau. Machen wir das Ganze mal professionell heute. Genau. Der Ansatz gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ja? Ich würde sagen, du machst dich jetzt erstmal warm. Einfach mal jetzt 10 Minuten ein bisschen krosser machen, damit alles mal durchgewärmt wird, weil ich habe keinen Bock, dass du dich jetzt verletzt, wenn wir gleich jetzt wieder ordentlich rannehmen. Ja. Du musst mir nur sagen, ob ich gut hier drauf aussehe, weißt du? Sehe ich gut hier drauf aus? Ja. Der Anzug hast du ja ausgezogen. Schon mal, ja, ich habe mir gedacht, ich ziehe jetzt doch mal die Sportsachen an. Ja, du hältst eiskalt auf mich drauf, ne? Eiskalt. Ich bin mal gespannt, wann der Booster zündet, ja? Nicht, dass ich ihn jetzt brauchen würde, aber... Ja. Bist du so außer Atem? Nein, überhaupt nicht. Ja, ich habe ja ein paar Uhren mitgebracht. Ja. Das ist eine Rolex. Die Deep Sea, und zwar das normale schwarze Modell. In dem Fall haben wir hier die 11660, das ist die Deep Sea, die 3900 Meter wasserdicht ist. Aber ich würde sagen, nachdem... Wer taucht denn 3900 Meter? Ich weiß auch nicht, ich kann es ja auch nicht sagen, aber die Uhr kann es. Sie hat so ein Heliumventil an der Seite und so, das ist absoluter Wahnsinn. Wenn du das Video auf der Rolex-Seite anguckst, das ist absolut sensationell, wie das hier so mit diesem Titanboden sich verschraubt und so. Das ist absolut krass. Also 44 mm groß und so weiter. Die wird aktuell verkauft, das gebrauchte Modell, für um die 9000 Euro, ja, im vollen Set. Man sollte nur immer darauf achten, an jeden, der sich für so eine Tauchuhr interessiert. Wenn ihr im Laden seid, jetzt nicht nur bei mir, lasst ihr immer auf Wasserdichtigkeit prüfen, weil normalerweise jetzt bei einem älteren Jahrgang, die Lichtungen sind auf jeden Fall nichts mehr und man kann nicht mal dort duschen gehen. Echt? Ja? Und dann muss man einen Service machen, das kostet 600 Euro mindestens und das sollte man vorher bedenken. Ne? Darum immer darauf achten, die auf jeden Fall ist wasserdicht und ich denke, man wird sie jetzt aktuell bei uns im Shop auch finden. Also zum Tauchen braucht man ja auch auf jeden Fall einen guten Rücken, um schwimmen zu können. Deswegen würde ich sagen, als erste Übung machen wir mal Rudern. Okay. Schon ein massiver Typ auf jeden Fall. Ja. Gerade hinsetzen, ja, so Beine leicht angewinkelt und dann ziehst du das Gewicht nach. Okay. Nur damit ich mich mental darauf fokussieren kann, wie viele Dinger setzt du denn jetzt hier voraus eigentlich? So viele, wie ich für nötig halte. Sieht man das? Mhm. Gibt es eigentlich auch so ein Training oder? Nee. Nee? Ich habe dafür leider wirklich gar keine Zeit, Personal Trainings zu geben, jetzt extra. Was ich aber mache, ist gerade, ich entwickle gerade ein Programm, ein Online-Programm. Ja. Das ist auch so eigentlich alle Programme, die es auf dem Markt gibt, sprengen. Die Leute kriegen von mir ein Online-Coaching sozusagen. Okay. Kriegen von mir, die bezahlen einmal den Betrag und bekommen dadurch. Wenn man zählt überhaupt mit hier oder? Nee, nee, machst du erstmal. Das ist der Satz. Erster Satz. Wir machen und danach kommt der richtige Satz. Ein Reinkommensatz und ein richtiger Satz. Genau, die kaufen sich das Programm und dann kriegen die halt zum Beispiel ganz viele Übungen angeleitet von mir. Also über 200 Videos, die ich denen halt Übungen erkläre, zeige, online auf dem PC, von zu Hause. Die bekommen Ernährungspläne, Trainingspläne, alles dazu. So, okay Leute, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Noch lassen. Noch
Laster. Und zwar geht es um eine Uhr, die meist nicht so feiern werden, aufgrund ihres hohen Wertverlusts. Und zwar geht es um diesen Globe. So, und zwar habe ich heute mitgebracht eine Big Bang in Zirconium. Das ist ein Material, was man von keiner anderen Uhrenmarke findet. Niemand verwendet das eigentlich. Es wird als extrem brüchiges Material eigentlich verwendet für Brennstoffkammern, also in Atomkraftwerken, weil das Material, das Gestein hat halt einen geringen Querschnitt und fängt damit die Neutronen sehr gut auf. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ich finde, sie sieht irgendwie ganz smart aus, hat ein Datum, Chronograph und ja, entgegengesetzt der Meinung, also wir kaufen die Uhren auch an. Klar muss man mit einem gewissen Wertverlust irgendwie rechnen, aber ich meine, guck mal, die Uhr, die liegt aktuell unter 9000 Euro. Wir sind damit der günstigste auf der Welt, also ich meine, es ist doch eine super. Wie findest du die? Ich finde die schön. Ich habe die ja vorhin schon gesehen. Ich finde die echt schön. Hat auf jeden Fall was. Also ich würde sagen, Hublot, Big Bang. Dafür braucht man eine ordentliche Brust, um so eine Uhr zu tragen. Also machen wir mal ein bisschen Brust. Okay. Das ist schon zu viel. Pass auf, das in dir drin sieht es so aus. Ja. Da ist jemand, der sagt so... Mal, da ist gar keiner, okay? Oh nee, ich habe gar keinen Bock. Da muss aber, dann ist da aber dieser andere, dieser Marc, der sagt, ey, halt deine Schnauze, ich bin hier der Chef, ich will das aber. Ja. Oh, sagst du, die Uhr alleine, die wiegt gerade so viel, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, wäre es einfach, würde es Fußball heißen. Ne? Ja. So. Okay. Weiter geht's. Also hiermit oder? Nee, nee, nichts also, über. Gott sei Dank. Um die Marke Audemars Piguet. Also das ist so, ich finde einfach, auch wenn du jetzt nicht der absolute Fan davon bist, ich finde nichts verkörpert mehr so jetzt die Szenerie als so eine AP. Ja, die haben einfach dieses Brachiale und das Luxussegment irgendwie so in einem vereint. Sehr charakteristische, massive Uhr. Hatte auch damals den Spitznamen, als sie rausgekommen ist. In den 90er Jahren gab es sowas gar nicht, so große Uhren. Gab es nicht. Haben sie The Beast genannt, weil die so krass war. Die sah ungefähr so aus. Wir haben jetzt hier die Variante, die Titan. Habe ich ewig nicht mehr da gehabt, als sie jetzt vor meiner Abreise reingekommen ist aus Köln. Ich gucke mir die Uhr an, ich muss sagen, hör mal, ich finde die so wunderschön. Titan hat immer als Oberfläche, es sieht ein bisschen so kälter aus, ein bisschen mehr grautönig. Ne? Und um Titan in diese Form zu bringen, muss man wirklich sich mega anstrengen. Und das ist jetzt die 42 mm Variante, die Offshore. Und die kommt noch mit diesem Band auch aus Metall. Und heutzutage sind die Offshore-Modelle eigentlich immer an einem Kautschuk- oder Lederband. Da muss man das dazu kaufen für 2 Mille. Und wir haben es halt hier zusammen. Und ich muss mir mal vorstellen, so eine Uhr kostet, sagen wir mal, unter 20.000 Euro. Eine neue am Lederband, wo die Elemente hier aus Keramik sind, die liegen bei Liste bei 24 und so. Das ist schon eine echt coole Uhr. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde die auch selber super gerne tragen. Und aus derselben Modellreihe haben wir noch den absoluten Topseller in Gold mitgebracht. 44 mm Offshore, so die Ibiza Golduhr. Eigentlich jeder der schweren Jungs, die ich so aus Köln kenne oder so, hat die Uhr im Bestand. Das ist, die hat halt schon die neuen Drücker aus Keramik, ein bisschen größeres Gehäuse aus Gold. Liegt bei Mitte 30 in Gebrauch. Kann man gut kaufen, verkaufen und so. Ein Chronograph mit Datum, klasse Uhr. Hier ist ein Glasboden noch dabei. Was ist deine Meinung zu den Uhren? Die gefällt mir absolut gar nicht. Aber ich schwöre dir, ich würde... Obwohl die schon ähnlich in Richtung die Big Bang geht auch, ne? Also genau, man sieht ja schon so ein bisschen irgendwie eine Verwandtheit. Ja. Aber ich weiß nicht, einfach dieses hier, dieser Teil so. Wäre die Uhr ohne dieses hier, wäre die vielleicht, würde mir die auch anders gefallen. Immer wenn ich dich mir anschaue, ja, also die Uhr ist eigentlich gemacht für dich, aber sieht man mal, ne? Die gefällt dir einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Die, wunderschön, wo ich sogar dich die ganze Zeit überlege zu fragen, was du mir da für einen Preis machen kannst. Also, jetzt wird's richtig lustig. Laber da nicht. Jetzt wird's richtig Laber lustig. Nicht. Jetzt wird's richtig lustig. Warum? Weil jetzt wird's richtig lustig. Jetzt machen wir Beine. Und zwar eine Hackenschmidt-Maschine. Ja. Du stellst sie so hin. Ja. Und dann. Junge, gehst, Alter, wenn du die Sache machst, das sieht so monströs aus. Und dann gehst du einfach nur runter. Bis nach unten. Und dann wieder nach oben.
Bruder, das ist auf jeden Fall. Runter. Laber doch weiter. Ja, im Arsch auf dem Boden. Nein, ach, ja, erzähl ja, mir doch keinen Quatsch. Doch, okay. Das ist ja der anstrengende Teil dieser Übung. Ach so, okay. So ist nicht? Nee. Okay. Komm runter, 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 runter. Nein, aber das geht doch nie wieder hoch. Ach, kommst du. Runter, runter, runter. Genau, super. Und jetzt hoch. Super. Genau. Und jetzt davon 25 Stück. Klasse. Wow. So, super. Wieder runter. Super. Hoch. Komm. So, nachher, du sitzt heute Abend nach dem Training, gehst nach Hause und denkst dir so, boah, ich fühle mich richtig gut. Ich fühle mich richtig gut. Ich rufe den Kevin an, ich will, dass er mich trainiert. Du kannst mit mir reden, ich bin ja nicht da. Und weiter. Ja, und den letzten, komm. Und weil es so schön war, machen wir noch ein extra. Ein hau extra. Ab, hau ab, Alter, bist du wahnsinnig? Everyone, this is Mark from Glowwood. Kevin 1, Mark 0. Nein, alles okay. Mir geht's hervorragend, aber. Kann ich auch helfen? Nein, ich bleib erstmal kurz. Was machst du hier so auf diesem Ding? Also. Weit mehr. Hundertfache von dem, was du gesagt hast. Hundertfach? Erzähl mir keinen Quatsch, Alter. Was für hundertfach? Jetzt diese Szene aus Dr. Strange, wo er so irgendwo hinfliegt, einmal. Willst du kotzen? Ich hoffe, du kotzt nicht. Ich stehe euch die Uhr jetzt vor. So, Marc, du stößt ja jetzt irgendwie so ein bisschen an deine Grenzen, ne? Mhm. Hattest du sowas schon mal in deinem ganzen Leben? Nee. Wir haben jetzt gerade mal eine halbe Stunde Pause gemacht. Echt, eine halbe Stunde? Trainieren tun wir jetzt nicht mehr. Wir haben genug trainiert, jedenfalls. Marc hat genug, ne, für heute. Vielleicht nächste Mal in Düsseldorf noch mal eine Runde. Wir haben noch zwei Uhren vor uns. Und eigentlich, ich freue mich über diese Uhr sehr, also auch, dass ich sie mitgebracht habe. Ich habe mir so ein bisschen was angeschaut. Es geht um die Panerai Bronze, die erste. Panerai war einer der ersten, die halt dieses Material als Uhrengehäuse verwendet haben. War damals eine limitierte Serie, wurde für das Doppelte gehandelt. Sylvester Stallone hat die auch und das Spannende ist, 47 mm. Und man nimmt das halt in der ganzen U-Boot-Technik oder generell in der Schifffahrt aus dem Grund. Also jeder, der sich mit Bronze beschäftigt, weiß, dass es irgendwie so verfärbt und sich so Grünspan anlegt. Das Besondere ist aber, man setzt weniger auf Edelstahl als mehr auf Bronze, weil das Material korrodiert zwar, aber nur eine Schicht. Und das verkrustet so sehr, dass das da unten drunter unberührt bleibt. Und darum benutzt man halt die Uhr. Ich finde es eine sehr maskuline Uhr. Wenn man sich für eine Panerai entscheidet, dann ist das noch die wertstabilste Uhr. Ich persönlich finde das super. Ich finde, die Uhr steht dir auch vom Hauttyp sehr. Ich weiß, die gefällt dir nicht so sehr, aber wenn ich mir das so angucke, die steht dir schon gut. Also man hat ein Datum, das ist die Submersible. Die wurde speziell für Taucher entwickelt. Ach, sie ist sehr wasserdicht. Man hat so einen Bügel an der Seite, damit da Hände irgendwie unten du entgegenkommst bei einem Tauchmanöver, dann reißt du die Krone nicht ab und deswegen ist so ein Bügelschutz da dran. Ich finde ziemlich cool, dass die aus Bronze ist, weil das ja wirklich ein Material ist, was sonst so nicht verwendet wird. Und ich habe diese Uhr auch mal gesehen, da lag die irgendwie eine Zeit lang im Wasser oder sowas. Ja. Und die war komplett grün. Ja. Und das war total crazy, dieses Bild. Habe ich irgendwo bei Instagram mal gesehen. Genau, und jetzt habe ich diese Uhr hier gerade vor mir. Und damals fand ich die so cool, das war so beeindruckend mit diesem Grünschimmer darüber, dass es schon wieder was ganz anderes hermacht. Das ist eine schöne Uhr. Ja. Also umso mehr ich mir die Uhren angucke, auch die mir nicht gefallen haben, umso mehr gefallen die mir. Das ist ja immer so ein Findungsprozess auch, das kann ich dir auch sagen. Also zum Beispiel, man schaut sich ein Modell an. Und dann sagt man als erstes so, nee, auf keinen Fall. Es geht meistens den Richard Mill-Kunden so. Weißt du, die haben so Richard Mill vorher AP nur gesagt, nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Und dann irgendwann arbeiten sie sich ins Thema ein. Und dann entwickelt man sich das. Genauso ist es bei dir auch. Du hast dich halt auf Rolex ein bisschen versteift irgendwo. Das gefällt dir auch, ne? Aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der Geschmack entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Ja, und so ist das. Also wenn man sich für Panerai interessiert, dann ist das auf jeden Fall eine Uhr, die ich empfehlen würde. Oder halt so Thema Sandwich-Style, solche Sachen sind auch super, aber das ist schon mein Favorit. So, wir sind jetzt hier an der letzten Station angekommen und passend zu dieser gelben Scheibe habe ich mir gedacht, wir nehmen ein Goldmodell, was sich preislich sehr, sehr gut entwickelt hat. Und zwar die Yachtmaster 2. Die wurde speziell für den Yachtsport entwickelt. Wir haben halt hier eine Command-Lünette und können so einen Countdown
einstellen. Das heißt, wenn man jetzt auf einer Yacht ist und man nimmt an einer Regatta teil, muss man das Ganze so timen, dass wenn ein bestimmter Sound kommt, man durch diese Pylonen fährt, weil man kann ja nicht von 0 auf 100. Das heißt, das Boot muss immer in Bewegung sein. Okay? Das heißt, irgendwann sagst du, okay, du holst so Schwung und dann sagst du, okay, dann müssen wir hier durch und dann fängt die Zeit an zu zählen. Und um das auf dem gesamten Boot mit allen Leuten zu teilen, hat man halt hier die Funktion, nicht wie ein Chronograph, der halt die Zeit nach vorne zählt, sondern rückwärts. Also hier über diesen roten Pfeil läuft die Anzeige rückwärts. Wir sind jetzt hier bei 7 Minuten, ne? Jetzt geht es halt zu 7,5, 6 Minuten runter und bis auf 0 und dann halt bei 0 fährt man durch die Pylonen durch. Es ist eine sehr gut ablesbare Uhr, wie du auch hier sehen kannst. Ne? Wir haben außen auf der Lünette das Ganze nochmal und das im Grunde genommen ist halt die Funktion der Uhr. Die wenigsten werden es dafür nehmen. Genau derselbe wie bei der Panerei. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, was ist das denn? Dann hatte ich die mal an, so ein bisschen geguckt und irgendwie, mir gefallen die Uhren dann immer irgendwie besser, umso länger ich die sehe. Auch diese coole Spielerei mit dem Countdown, das ist natürlich echt was Cooles, was ich jetzt nicht brauche, weil ich habe keine Yacht. Wenn, dann würde ich mir, glaube ich, ein Motorboot kaufen, jetzt kein Segelboot. Aber ja, ist ein schönes Stück auf jeden Fall. Ist sehr, sehr visuell, ne? Durch diese massive 44 mm durch das Gehäuse mit diesem Vollgold und so, die knallt schon ordentlich. Sehr, ne? Aussagekräftig, ja. Ja. Damit setzt halt auch mal ein Statement, ne? Wo liegt die preislich? Aktuell gebraucht unter 30.000 Euro. Je nachdem, welche Ausführung mit diesen Mercedes-Zeigern, ein bisschen teurer, neue Generation, alte Generation, das sind jetzt ist jetzt das Vorgängermodell. Aber ja, insgesamt, wenn man eine goldene Uhr haben möchte, ist das schon keine schlechte Wahl. Oh, mir geht's schon wieder ein bisschen besser. Gott sei Dank. Ja. Oh Mann, ey, ich bin dem Kevin so dankbar, dass er auf jeden Fall mir hier eine neue Seite von mir selber gezeigt hat. Ich fand es sehr informativ für mich. Ja. Falls ihr Unterhaltung wollt und nicht nur Fitness, kann ich seinen Kanal nur empfehlen. Welches Video ich extrem genossen habe, war, als er mit seinem Bekannten die Fails analysiert hat von den ganzen Leuten, die in den Gym gegangen sind. Von daher schaut mal bei ihm vorbei, sehr unterhaltsam, auch auf Instagram. Und ich hoffe, wir werden uns in der Zukunft auch mal wiedersehen und mal was zusammen machen. Spätestens zum Haietauchen. Ja, zum Haietauchen, ein Projekt. Ja, und das ist wirklich mein Traum, wenn ich das hinkriege im Januar. Oder für die Polarlichter. Ja. In die Arktis. Also auch wenn ich jetzt hier ein bisschen weak rüberkomme, glaub mir, ja, ich setze den Kopf, mach den Kopf aus und ich bin da bei allem dabei. Also man kann sich darauf freuen, ich will auf jeden Fall neue Wege gehen, es soll immer extremer werden. Und darum werde ich dann arbeiten. Schaut bei ihm vorbei und ich würde sagen, bis bald.